Hallo, was machen Sachen? Wie ihr garantiert mitgekriegt habt, erstelle ich selber 3D-Assets und arbeite auch in der Unreal Engine. Und da ist während meinem ersten Stream mir und Zanni eine Idee gekommen, wie man Hashtag gemeinsam YouTube eventuell auch mal präsentieren könnte. Und zwar in meiner Galerie, die ich mir selbst zusammengezimmert habe. Die möchte ich euch jetzt erstmal vorstellen, dass ihr so einen Eindruck habt, was das ist. Und dann erkläre ich euch, wie ich Hashtag gemeinsam YouTube da auch mit einarbeiten möchte. Öffnen wir mal die Engine. Das hier ist jetzt meine Unreal Engine. Das ist der Editor, wo ich quasi alles bearbeiten kann. Wie ihr seht, das ist halt noch alles in Englisch geschrieben, weil ich das vorher als Galerie geplant habe und in Englisch gemacht werde. Ich werde nach und nach alles eindeutschen, dass das so ein einheitliches Bild gibt, weil Hashtag gemeinsam YouTube ist ja Deutsch. Da sollte man das auch alles zusammen in einer Sprache machen. Das wirkt, glaube ich, ein bisschen besser wie ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch. Das wirkt verwirrend. Wie gesagt, das werde ich jetzt noch ändern. Auch diese Schilder wird noch alles überarbeitet. Ich werde auch mein neues Logo, das ist jetzt noch mein alter Avatar, den ich für DeviantArt und ja, Facebook und so weiter alles genutzt habe. Ich habe ja meinen neuen Smiley. Das heißt, neu, den habe ich heute schon eine Weile. Ich hatte das Projekt eine Zeit lang auf Eis gelegt. So, jetzt aber egal. Ich zeige euch jetzt erstmal, was hier alles zu finden ist. Fangen wir mal mit der normalen Galerie an. Ich habe hier meine. Oh, einmal durch die Wand. Okay. Ich habe hier meine Bilder. Gehe mal ganz schnell durch. Ich werde auch die Engine an sich, die ist spielbar. Ich werde, sobald ich sie gerendert und gepackt habe, auch als Download hochladen. Sprich, ich habe es über einen Mediafire-Account gemacht. Da könnt ihr dann einfach die ZIP-Datei runterladen, entpacken und spielen. Damit auch keine Verwirrung aufkommt, zeige ich euch, wie das aussieht. Ihr bekommt eine ZIP-Datei, die entpackt ihr. Dann kriegt ihr eine Ordner Virtual Gallery. Da ist ganz viel Quatsch drin. Die ersten drei sind für euch komplett unwichtig. Das hier ist das Wichtigste. Das ist quasi das Spiel. Doppelklick und ihr könnt einfach ganz von alleine, wie ihr wollt, durch die Gegend laufen. Moment, das machen wir doch eigentlich auch mal. Kann ich ja hier auch simulieren. Dann habt ihr so einen kleinen. Ui, ist der laut. Könnt sogar schießen. Ein paar Sachen lassen sich sogar umschießen. Wie gesagt, da könnt ihr euch ganz frei selbstständig bewegen, euch alles angucken. Hier habe ich meine 3D-Assets drin. Ich renne jetzt einfach nur mal so durch. Wie gesagt, wer sich es genau angucken will, der Download ist in der Beschreibung dann verlinkt. Runterladen, entpacken und habt Spaß. Wie gesagt, so ein paar Sachen, wenn man richtig trifft, fallen die auch um. So, die habe ich alle selber gebaut. Hier gibt es auch so einen kleinen, ja, Bällebad oder Formbad. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, worum es im Video eigentlich ging. Ich habe einen zweiten Stockwerk. Ja, die werde ich auch alle überarbeiten mit noch leeren Wänden. Da wollen wir. Oder da hatten wir geplant, dass man diese leeren Wände, die auch wie in meiner Galerie Bilder rein einfügt. Und zwar von den YouTube-Channel. Kann jeder, also es kann quasi jeder so eine Wand kriegen, in die er seinen YouTube-Channel präsentieren kann. Ich habe dafür auch was vorbereitet, um mir das halt selber einfach zu machen, weil es ist halt doch sehr viel Arbeit. Und das muss ja halbwegs einheitlich gemacht werden, dass ich das auch noch auf meinem PC gerendert kriege. Das heißt, ich werde verschiedene Rahmen fertigen und darauf kann halt jeder seine eigenen Sachen anpassen. Diese Rahmen beinhalten einmal natürlich das Logo, den Kanalnamen. Dann habe ich welche für Screenshots oder Thumbnails, einmal den Banner, einmal in der normalen Auflösung, wie man es über einem Desktop oder das Handy kennt, und dann halt einmal den großen Banner für Fernseher und so weiter, weil da dieses komplett riesige Ding drauf ist. Und diese Rahmen könnt ihr dann, je nachdem, ich habe sechs Versionen vorbereitet, wie ihr die Anordnung machen könnte. So habe ich es leichter, sprich jeder, der mitmachen möchte, kann sagen, okay, ich möchte meinen Kanal in der Version 3. Das ist mein Name, das ist mein Logo. Und hier sind die dazugehörigen anderen Bilder. Ich gebe euch die genauen Maße alle durch. Die werde ich alle einblenden, nach und nach. Und auch nochmal der Beschreibung verlinken. Gehen jetzt einfach mal die Bilder nach und nach durch. Da haben wir einmal den Namen. Da reicht es mir, wenn man einfach euren Namen mitteilt, den ihr da stehen haben möchtet.
Und falls ihr eine bestimmte Schrift bevorzugt, schreibt die mir auch hin. Wenn ich die auf meinem Computer habe oder sie halt ja, frei nutzbar ist, nehme ich die auch. Achtet nur darauf, dass die Schrift nicht zu filigran ist. Ich möchte den Namen halt etwas hervorheben und quasi ausstanzen. Und das funktioniert mit sehr feinen Linien sehr schwierig. Also bisschen be besser ist halt ein bisschen besser, wenn ihr mir eine Schrift gibt, die halt etwas dicker ist. Wenn mir keiner eine Schrift zuschickt, die er haben möchte, nehme ich Impact. Die habe ich jetzt bei den meisten Bildern genommen. Die funktioniert ganz gut, die ist schön dick und schön lesbar. So, halt dann darunter das Logo, das ist auch in jedem vorhanden. Ist halt euer eigenes Logo. Ist jetzt hier halt quadratisch, weil runde Bilderrahmen sind schwieriger zu machen. Ich habe es mir einfacher gemacht und mache es quadratisch. Da schickt ihr mir dann einfach auf euer Logo zu. Wenn ihr eine bestimmte Hintergrundfarbe habt, fügt die einfach ein. Das funktioniert in jedem Grafikraum, das ihr habt. Selbst in Paint kann man einfach eine Hintergrundfarbe machen und das Bild von da drauf klatschen. Falls ihr aber auf der Suche seid nach einem Gratis-Programm, mit dem man Grafiken sehr, sehr leicht bearbeiten kann, kann ich Krita empfehlen. Ich werde euch die Seite verlinken, wo ihr es runterladen könnt. Krita finde ich halt ein schönes Programm. Man kann viel mitmachen und es ist halt gesagt, wie gesagt, kostenlos. Und ein Grafikprogramm kann als YouTuber nie schaden. Da könnt ihr Thumbnails etc. alles selbst gestalten. Ihr könnt, auch wenn es nur ein Text eingefügt ist, das macht meiner Meinung nach, macht das doch sehr viel Unterschied, wenn man jetzt einfach nur diese angefertigten Screenshots nimmt oder sich halt selbst was zusammenbastelt. So, jetzt vom Thema abgekommen. Egal. Dann haben wir einmal die ganz normalen HD-Bilderrahmen. Sind diese 1920 auf 1080 Pixel. So, sitzt das halt die normale Darstellung vom Desktop. Die finde ich halt als einheitliche Größe ganz vorteilhaft, da man sie ja auch für YouTube an für sich eigentlich nutzt. Da kann jeder dann frei entscheiden, ob er, was weiß ich, Thumbnails reintun will oder ob er einen Screenshot reinpacken will oder irgendwas schreiben will. Das ist dann jedem selbst überlassen, was er da reinschickt. So, dann habe ich zwei Banner-Versionen. Einmal das schmale ist die Desktop-Darstellung, sind 2560 Pixel auf 423 Pixel. Und einmal das ganz große. 2560 Pixel auf 1440 Pixel. Wie gesagt, das sind halt die Banner, die man auch für YouTube hat. Die werde ich jetzt im Laufe der Zeit anfertigen. So, und jetzt zum Punkt, wenn ihr mitmachen wollt. Ich werde in der Videobeschreibung eine E-Mail verlinken. Da könnt ihr mich einfach anschreiben, dass ihr mitmachen wollt. Ihr schickt mir einfach, welche Version ihr möchtet. Ihr schickt mir die passenden Bilder. Auch wenn ihr jetzt Fragen habt zu dem Projekt oder halt auch andere Fragen, wie man jetzt halt, ich habe mir jetzt Krita, Photoshop etc. runtergeladen, aber ich kriege es nicht hin, wie man jetzt einen Text einfügt, wie man irgendwas ausschneidet etc. Ihr dürft mich auch gerne anschreiben. Ich werde es versuchen, schnellstmöglich zu beantworten. Eventuell werde ich Tutorials hochladen. Ihr dürft mich auch gerne in einem Stream besuchen oder fragen. Wenn sich dann die Zeit ergibt, kann ich dir auch die Fragen im Stream beantworten. Das hat letztes Mal auch ganz gut funktioniert, obwohl mir ich und Sunny erstmal beide ein bisschen verwirrt waren. Er hatte die deutsche Version, ich hatte die englische Version und wir hatten den einen Begriff nicht gefunden. Nach kurzer Google-Recherche wusste ich, welcher Begriff gemeint war und ich konnte erklären, wie es funktioniert. Dafür habe ich dann was anderes gelernt, wie man in OBS ein Mikrofon richtig einstellt, dass man Filter benutzen kann. Ich bin einfach partout nicht auf dieses blöde Pluszeichen gekommen. Ich habe es nicht gesehen. So, hat jeder was gelernt. Ist auch immer ganz schön. So, ich glaube, jetzt habe ich das Wichtigste geklärt. Wie gesagt, bei Fragen, fragt mich ruhig. Ich beiße nicht. Schon gar nicht durch den Bildschirm, das wäre schwierig. Und dann wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag. Man sieht sich.